trotzdem nochmal ein herzliches Willkommen im Livestream. Auch ein herzliches Willkommen an die YouTuber, weil ich denke, den Vorspann, den werde ich jetzt einfach nicht reinschneiden. Und ja, da gucken wir einfach mal. So, das Ding hatten wir ja schon. Jetzt geholt. Da hinten ist noch so ein Vieh. Wir schauen einfach mal, was sich so ergibt. Wir wollten ja, glaube ich, hier das Lager noch holen. Später das und das noch holen. Ja, das dann auch mal nach hat. Und gucken wir einfach mal. Jetzt nur die Frage, gehe ich jetzt halt da noch schnell hin mit? Oder erst da hin? Hier hinten ist noch eine Jagdausbildung. Die hätte man rein theoretisch auch noch machen können, aber kann man später auch noch. Gehe ich nachher nochmal dahin. Ja gut, ich würde sagen, dann tippsen mal hier hoch und fertig. Und schauen halt mal, was sich halt so ergibt. Mal schauen. Das wird meinen Magen etwas beruhigen. Ja, beruhigt dich. Was ist das da hinten? Ein toter Wächter. Das muss der Hang sein, von dem Sonas Bote erzählt hat. Die Kriegsherrin hat hier gelagert. Wohin ist sie danach gegangen? Der alte Bogen hat schon viel erlebt. Niemand hätte ihn freiwillig zurückgelassen. Sona hat Verluste hinnehmen müssen. Das ist Verbandszeug. Sie müssen sich kurz ausgeruht haben. Es war sicher nicht leicht, nach dem Überfall weiterzumachen. Der Bote war nicht ihr einziger Verwundeter. Das könnte eine Blutspur sein, der ich folgen kann. Ich sollte meinen Fokus einsetzen.
Spuren. Stiefel und Blut. Anscheinend wollten Sona und ihre Krieger zu diesem Berg. Achso, ich muss ja nichts drücken. Ha! Ist alles so dunkel hier. Ist ein Anfang. Tja. Munition. Mein Gott. Ach, das ist das Banditenlager, oder was? Scheinbar. Hab ich hier was verpasst? Scharfschützenbogen wäre ich, glaube ich, besser gut. Ach, da oben ist der. So. Ah, der brennt halt nur einmal. Das war dumm. Jetzt hat nichts, ich brauche Eisbeine. Ein toter Sägezahn.
Vielleicht hat Suna ihn erledigt. Sie könnte ganz in der Nähe sein. Ein Toter da. Dein Glück, dass ich vorbeikam. Eine Sekunde später und der Sägezahn hätte dich erwischt. Ich hatte noch eine halbe, um ihn selbst zu erledigen. Dann bist du Kriegsherrin Sona? Val hat mich zu dir geschickt. Wie ging es am Tor? Es hielt bestens. Er hat selbst eine Maschine tapfer erschlagen. Er sorgt sich um dich. Unser Stamm braucht Stärke, keine Gefühle. Ich habe einige der Mörder bei der Erprobung gesehen. Ich will Rache. Du auch? Ach, verlass dich drauf. Zeig es mir. Leih mir deine Kraft. Komm mit. Auf der anderen Seite dieses Bergs graben unsere Feinde Maschinen aus der Erde. Die Sünden der Alten sind dort begraben. Verderberdämonen. So einen habe ich zur Strecke gebracht. Bei Mutters Wacht. Wo ist denn das Häsel jetzt hin? Frischer geht's nicht. Da oben haben wir gar nichts. Das war jetzt dumm. Wo sind wir denn jetzt hin? Wenn das nicht immer so dunkel wäre. Wo ist denn der Hase jetzt hin? Da haben wir öfter. Das werde ich vielleicht noch bereuen.
Nützlich für eine alte Rezeptur. Lecker. Ja, und die Knochen dabei. Vor Stunden haben sich Krieger unten im Wald versteckt. Auf mein Signal greifen sie an. Unsere Feinde und ihre Maschinen sind in der Überzahl. Aber wir haben den Zorn auf unserer Seite. Vielleicht haben wir mehr. Wie das? Das ist Lohe. Wir verbrennen es, sie sprengen damit. So entstand diese Grube. Wir zünden es also an und dann? Bumm. Dann lasst uns beginnen. Wow, warte. Nicht so schnell. Gib mir etwas Zeit, mich zu nähern. Wenn sie mich bemerken, feuert. Okay. Mal sehen, wie es läuft. Fakt ist, wenn ich jetzt da runterrutsche, dann habe ich ein Problem.
ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. In Deckung, ja, schon zum Papa, verdust. Wo ist sie? Ist sie doof? Warum lässt sie sich abfackeln? Den Kopf runter! Wir sind schon gezählt, aber noch nicht geschlagen. Wir müssen uns wehren, verdammt! Den Kopf runter. So darf es nicht enden. Kämpfen! Ach, Mist. Ich sehe den gar nicht mehr. Der ist sich so weggetragen.